Und das Gesicht zum Fenster hin. Weil das Gesicht ist jetzt schön gleichmäßig beleuchtet. So, sie guckt verträumt aus dem Fenster raus. Gesicht ist gleichmäßig beleuchtet. Ich kriege hier automatisch ein bisschen Schattenverlauf, der die Wangenkontur betont. Und mit solchen Sachen kann man einfach spielen. Hallo zusammen, es ist endlich da, das Schwarz-Weiß-Tutorial. Also noch nicht ganz, aber es ist in den letzten Zügen quasi. Ist relativ umfangreich geworden. Ich habe mir auch sehr viele Gedanken im Vorfeld gemacht. Und zwar habe ich selbst ja auch einen ganzen Haufen Tutorials auch schon gekauft, auch diese ominösen 300-Dollar-Tutorials, und mir natürlich überlegt, was hat mir daran nicht gefallen. Was hätte ich mir gewünscht, das besser wäre, einschließlich natürlich einem deutlich niedrigeren Preis. Da bezahlst du natürlich, dass es ein Riesenteam ist mit professioneller Kameraführung, das gibt es bei mir nicht. Dafür kostet es aber halt auch nur einen Bruchteil. So, was kriegst du denn nun? Du kriegst 3 Shootings. Ich war an 3 verschiedenen, wirklich komplett verschiedene Shootings. Einmal On-Location mit Fensterlicht, dann hier wirklich Studiosituation mit Profi-Blitz, mit weißem Hintergrund in allem. Und dann hier einfach nur mit so einem weißen Hintergrund. Also wirklich, da kannst du einen Faltreflektor von Valimax nehmen. Und dann mit dem Jinbei HD600 oder auch mal mit Aufsteckblitzen. Wir nehmen mal 2 Lichter zur Abwechslung, dass man auch mal so ein Zangenlicht sieht. Also wirklich kunterbunt, so ein bisschen. Ich denke, alles Sachen, die du selbst auch machen kannst. So aus dem, was ich so aus euch raushöre, haben die meisten von euch ja 1, 2, 3 Yongnuos und viele haben sowas wie den HD600 oder 1, 2 Studioblitze. Viele haben so eine Jinbei Softbox. Und wenn ich die 150er nehme, kannst du natürlich auch die 120er nehmen. Ja, 150 ist größer und softer und so, aber mit der 120er, das sieht nachher nicht so viel anders aus. Komm mal ein bisschen dichter. Spiel damit. So, zum Abschluss machen wir noch mal ein bisschen Blitz dazu. Und zwar habe ich hier die Jinbei 150 cm Octabox mit dem HD600, was jetzt einfach, weil es schon aufgebaut war, ist der dran. Der ist auf 128, also auf minimale Power. Genauso mit dem Striplight. Ich nehme einmal nämlich ein Striplight dazu. Das ist jetzt das, was da hinten liegt, das 25x150. Und ja, du kannst natürlich auch 30x120 nehmen oder so. Das spielt alles nicht so eine Riesenrolle. Es spielt auch keine Rolle, ob die Softbox nun dasteht oder dasteht. Also die mal ein paar Zentimeter zu bewegen, das spielt schon eine Rolle, wenn sie sich nicht bewegt. Aber sobald sie sich bewegt, muss sie die Dinger sowieso bewegen. Das kommt auf den Videos nicht ganz so rüber, natürlich, naturgemäß. Aber deswegen gibt es bei mir nie Diagramme, weil ich die Dinger ständig bewege. Ich will, und das kommt rüber, meine Models bewegen sich. Die bewegen sich ständig hin und her. Bauch ein bisschen einziehen. Ja, oh. Ich kann meine Bodybuilder, ich fotografiere öfter Bodybuilder, die Frauen auch, die muss ich mal zu dir schicken. Du machst das so. Und dementsprechend muss ich mein Licht auch immer mal nachjustieren und rumexperimentieren. Das Wichtige ist, und das zeige ich auch, gleich in den Laptop reinschießen und immer wieder Pause machen und mit dem Model zusammen besprechen. Gefällt uns das nicht, was können wir anders machen, was haben wir übersehen, was haben wir vergessen? Wir haben das leicht gemacht mit dem BH-Träger. Oh nein! Das irgendwas sieht man immer nicht. Ich meine, ich kann ihn wegmachen, aber das ist sehr schwierig, den wegzumachen. Ja. Das ist wirklich schwierig. Der ist also relativ aufwendig. Ja, das ist relativ aufwendig. Dürfen wir das nochmal machen ohne BH-Träger? Ja, ja. Dann gibt es 3 RAW-Dateien. Diese RAW-Dateien gehören dir nicht. Also bitte nicht die jetzt irgendwie als deine Bilder irgendwo posten. Ich glaube, ich bin bekannt genug und die Bilder kennen genug Leute. Es fällt auf, du stehst nachher wieder Depp da und ich muss dich abmahnen. Und also Theater können wir uns, glaube ich, sparen. Ja? Also du hast nicht irgendwelche Rechte an den Bildern. Du darfst sie bearbeiten und that's it. Und wenn du eine winzige Facebook-Seite hast und die postest und auf mich verlinkst, dann darfst du das gerne auch meinetwegen. Dann mach die Nachbearbeitung bitte ordentlich. Sonst ist es auch doof. Danke, so ein bisschen Fairness. So, was kriegst du? Du bezahlst 20 Euro und dafür kriegst du eben doch eine ganze Menge, wie ich finde. Wichtig, du kriegst keinen Download. Du kriegst einfach einen Link auf eine Playlist bei YouTube. Die bitte nicht weitergeben, sei bitte fair. Das ist genauso wie die Files runterladen und dann irgendwo auf Torrent hochladen oder sowas. Was soll das? Also ich glaube, die sind so günstig und du hast, glaube ich, eine Vorstellung, wie viel Arbeit dahinter ist. Und ich habe auch echt Geld bezahlt jetzt, die Models bezahlt, Raum gemietet und so weiter. Also ich kann mich von deinem 20 Euro nicht irgendwie nach Hawaii absetzen. Leider. Okay, also ein bisschen Fairness. Danke. Du kriegst also 3 RAW-Dateien. Ich zeige dir, wie man sie nachbearbeitet. Und zwar im Lightroom. Da mache ich die Schwarz-Weiß-Wandlung. Und nach 3 Mal hast du das geschnallt, weil das ist irgendwie, das wiederholt sich natürlich. Eine wichtige Frage ist, White Balance, spielt das überhaupt eine Rolle, welchen Weißabgleich ich mache? Und ja, das spielt eine Rolle. Wenn ich hier mal raufklicke und sage, okay, ich nehme die Graukarte, dann sind wir hier bei 6800.
Wenn ich jetzt mit der Belichtung spiele, Temperatur spiele und die runternehme, achtet mal hier auf das Dekolleté und den Hals. Dann mache ich im Photoshop ganz normale Bearbeitung. Und zwar gibt es hier das Freeze Mask Tool. Ich nehme das und ihr malt den Arm nach. So, ruhig großzügig, spielt keine Rolle. Der Teil, der sich nicht verändern soll. Und dann geht ihr wieder hier auf den Pinsel oder auf den Finger. Und nebenbei, ich habe jetzt hier Density 20 und Pressure 20. Mit halt eben Clone Stamp und Healing Stamp und halt so ein bisschen Dodge and Burn. Ich mache keine Frequenztrennung. Und um das gesagt zu haben, ich habe die englische Version von Photoshop, was aber wirklich keine Rolle spielt. Und kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Also deutsche Tutorials gibt es ja nicht furchtbar viel. Deswegen nehme ich bei sowas lieber die englische Version, weil ich dann irgendwie das einfacher habe zu wissen, das Overlay und irgendwie, ja, ineinander kopieren und so weiter. Ich kann die meisten Programme schon zweisprachig, aber es macht es einfacher, wenn es auf Englisch ist. Aber das wird nicht kompliziert, believe you me, das wird nicht kompliziert. So, was nimmst du noch mit? Ich glaube, ich zeige so ein bisschen, wie ich mit den Models rede, wie ich sie dirigiere, wie ich auf sie eingehe, wie wir so ein bisschen eine Symbiose eingehen natürlich. Und das ist jetzt mein persönlicher Stil, der passt nicht zu dir, aber ich zumindest finde sowas immer sehr interessant zu sehen, wie andere es machen. Und ich nehme da auch immer ein bisschen was mit und hinterfrage dann meinen Stil nochmal. Und das versuche ich so ein bisschen rüberzubringen, deswegen zeige ich immer wieder Live-Mitschnitte. Und da es drei sehr verschiedene Frauen sind, kriegt man da, glaube ich, auch ein bisschen Gefühl für. Ich sehe schon wieder den halben Kleiderschrank dabei. Ja? Super gut. Oh, ja, das ist natürlich auch nett. Coole Kniesocken, ja, ich sehe schon. Alles grau und grau. Ich habe das kürzlich irgendwo gesehen, habe ich mir gedacht. Das okay. Auch so. Ja, ist gut. Also, ich hoffe, dass du viel Spaß an dem Tutorial hast. Ich hoffe, du nimmst was mit. Und freue ich mich auf euer Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.